Liebe Freunde, seid gegrüßt. Hier ist MD Vegan. Heute mache ich einen leckeren Salat. Und zwar einen, gemischten Salat aus Rotkohl. Hier, dieser tolle Rotkohl, ihr kennt den ja. Faszinierend, wie der aussieht. Den kann man schon alleine so, wie er aussieht, als Unterlage für den Salat nehmen. Wenn er den isst, den Salat weggegessen hat, sieht er diese wunderschöne Fläche. Die kann man mit der Hand auch so einfach so essen. Er ist köstlich. Heute allerdings mache ich daraus einen Salat. Verschiedene Zutaten, die Möhre und den Rotkohl zusammen. Ich habe hier Möhren geraspelt. Eine Möhre. Bisschen Rotkohl. Einen Apfel. Und ein bisschen Sellerie klein geschnitten. Hier ist der Apfel. Gewürfelt. Ja, in Scheibchen geschnitten, dann nochmal quer. Und hier Sellerie. Ein paar Scheibchen Sellerie. Eine Stange Sellerie oder zwei in feine Scheiben geschnitten. Und dazu kommt auch noch natürlich, ganz gerne beim Rotkohl immer, Rosinen dazu. Kleines Schälchen Rosinen. Das ist alles, was da reinkommt. Und dazu mache ich noch ein Dressing. Ich zeige euch noch, wie ich den Rotkohl geschnitten habe. Das macht nämlich auch ziemlich Spaß und ist auch ganz einfach. Der ganze Rotkohl, ja, so sieht er aus, ein ganzer Rotkohl kennt ihr ja. Macht man das äußerste Blatt ab. Ja, das ist dann vielleicht ein bisschen schmutzig. Macht man es ab. Dann schneidet man die Hälfte durch, zum Beispiel so. Ups, mit dem großen Messer. Dazu braucht man dieses Küchenmesser, dieses große Chefmesser. Dann schneide ich es nochmal in ein Viertel. Dann kommt dieses hier raus. So ein Viertel kommt dann raus. Das ist ideal zum Schneiden. Das ist hier eine frischere Seite. Das ist ein bisschen älter. Wird ein bisschen blau. Macht aber nichts. Und dann nehme ich das Messer und setze es so davor. Ja, und ich mache immer diese Bewegung wie mit einer Wippe. Ich mache also nicht so, klack, 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 es ist zu laut, das ist auch fürs Messer nicht gut. Und ich mache das Messer, bleibt auf dem Holz und ich mache dann immer so wie eine Wippe das Messer so runter. So wie eine Schaukel. Und dann schneide ich mit dem Messer und der großen Klinge an den Fingern vorbei. Ich schneide nicht hier rein, dann das könnte wehtun, sondern die Finger krümme ich ein bisschen und das Messer auch zur anderen Seite hin. So schneiden kann die Klinge nie an die Finger kommen. Ja? Und hinten schiebe ich mal ein bisschen das Produkt nach vorne mit den hinteren Fingern. Also, so geht das ungefähr. Einmal, zweimal, immer Schnipp, Schnipp, Schnipp. Dabei entstehen feine Streifchen Rotkohl. Man kann das nachher mit der Zeit schneller machen, man kann auch immer feiner machen, da kriegt man natürlich Routine drin. Aber es ist ein ziemlich praktisch, wenn man dieses große Messer hat, da kann man nämlich dann diesen Effekt ausnutzen, dass es auf dem Schneidebrett, auf einer Wippe, hin und her schaufelt und braucht gar nicht viel Kraft dazu. Das Messer jetzt sehr scharf ist, das hier ist noch nicht so scharf, das müsste ich mal wieder ein bisschen schärfen. Dann ist das Ganze noch viel schneller und einfacher. Aber ich erwarte euch natürlich, wenn ihr anfangt, vielleicht mit einem nicht ganz so scharfen Messer anzufangen. Ein Profikoch schneidet sich noch weniger, wenn er ein scharfes Messer hat, weil er weiß, wie mit der Klinge umgeht und man nicht so fest draufdrücken muss, weil das Messer scharf ist. Und passiert auch nicht so viel mit dem Schneiden, mit dem in die Hand reinschneiden. Ja. Also je schärfer das ist, desto geringer das Risiko eigentlich. Aber für Anfänger würde ich sagen, ist so eine etwas stumpfere Klinge gar nicht so ungeeignet. Da muss man sowieso aufpassen, man muss sowieso langsam machen, mit viel Vorsicht. Und dann nachher, wenn man den Dreh raus hat, dann merkt man schon, dann kann die Klinge auch schneller werden und schärfer. Den Rest tut man weg, ich brauche nicht so viel, zur Seite. Und jetzt geht es um das Dressing, das ist auch was Besonderes heute. Ich mache heute ein Hanfdressing. Das ist hier gemischten Hanfsamen, geschälte, mit Sesam. Ich habe zwei verschiedene, hier ist der Hanf, der geschälte Hanf, und hier ist der Sesam, der ist ungeschält. Die beiden kommen als Grundlage ins Dressing rein. Dazu kommt etwas Apfel. Auch wieder Sellerie.
eine sehr schöne würzende Wirkung auch, nicht so viel, ein bisschen Sellerie. Und als Gewürze kommen dann ein bisschen Salz, habe ich genommen, ja, Himalaya-Salz. Dann hier ist Kumin, Kreuzkümmel, ein bisschen richtigen Kümmel, ein bisschen weniger. Ein bisschen Knoblauchpulver, ich kann auch richtigen Knoblauch nehmen. Und eine Dattel oder zwei, um es ein bisschen süß zu machen. Die Kombination finde ich sehr schön. Den Kümmel, den Kreuzkümmel zusammen, ja, den Knoblauch und der Süße. Und dazu kommt noch ein bisschen Kokosnusswasser oder auch normales Wasser. Könnt ihr euch aussuchen. Erstmal kommt jetzt der Sesam rein und der Hanf, Sellerie genauso, Apfel und meine fünf Gewürze. Kreuzkümmel, Kümmel, Dattel, Knoblauch, Salz. So, alles da rein. Und hier ist meine Kokosnuss mit Wasser. Das habe ich aus einer Kokosnuss, die ich, ich habe gerne mal Kokosnussmilch gemacht oder Kokosnusssahne und dann das übrige Wasser einfach aufbewahrt, mit dem Kühlschrank aufbewahren. Dann kann man davon gleich mal ein bisschen reingeben, um Salatsoße zu machen. Ganz, ganz köstlich. Würde ich sehr empfehlen. Aber leckere Salatsoßen und sehr nahrhafte auch. Aber normales Wasser tut es natürlich auch. Das werde ich einmal kurz durchmixen. So cremig ist es, wie ihr seht. Es kommt gleich in meinen Salat rein. Den habe ich ja schon fast fertig. Brauche ich nur alles in die Schüssel rein zu tun. Erstmal den Rotkohl. Zack. Möhren oben drauf. Apfel. Staudensellerie. Fünf Zutaten. Und die Rosinen. Und das Dressing. Ein bisschen mehr drauf. Das werde ich jetzt mischen. Wir haben Salat weg. Ganz köstlicher Salat. Das Dressing ist wirklich wunderbar. Kreuzkümmel zusammen. Das passt ja sowieso zum Kohl. Das kennt man, das ist eine klassische Kombination. Der Kohl wurde früher immer Kümmel reingegeben, damit er besser bekömmlich wird. Aber man kann den eben auch im Rohkost, in einem Rohkostbereich verwenden. Man kann auch ein feines Dressing machen. Und diesen Salat gerne auch noch mal ein bisschen stehen lassen, durchziehen lassen. Dann braucht man auch gar nicht sofort zu essen, damit er immer leckerer. Mal zeigen, wie er aussieht. Der sieht schon ziemlich gut aus. Und hier sieht er aus. Na, würde euch das gefallen? Ich freue mich schon drauf. Ich gehe noch spazieren. Die Sonne ist wunderschön. Es scheint so richtig. Die Sonne, der Himmel ist azurblau, richtig strahlend blau. Kein Mensch weiß, wie das kommt. Heute ist es so schön. Ich muss noch mal rausgehen. In der Zwischenzeit kann er stehen noch ein bisschen. Und dann werde ich ihn genießen. Und das Gleiche wünsche ich euch auch. Einen schönen Tag. Leckeres Essen. Und bis bald. Und wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, dann kriegt ihr jeden Tag ein neues Rezept. Das wäre doch was, oder? Wir sehen uns.